Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen nach einer unbeabsichtigten, ungewollten und vor allem auch ungeplanten kleinen Pause auf meinem Kanal. Ihr werdet es gemerkt haben, dass das mit meinem Video-Adventskalender irgendwann ins Nichts gelaufen ist und ja, dafür gab es einen sehr unerfreulichen, aber dann im Endeffekt, was das Resultat angeht, auch nachvollziehbaren Grund. Über all das möchte ich heute ein bisschen plaudern. Werde zwischendurch einfach mal ein paar hübsche Taschenmesser auf den Tisch legen, damit es nicht ganz so langweilig ist. Aber in erster Linie ist das hier die Erklärung für das, was in den letzten 3 Wochen so passiert ist. Ich hatte einiges vorproduziert für den Video-Adventskalender. Also ich hatte Videos irgendwie bis um den 12. rum und dann noch ein paar vereinzelte Videos auch danach. Und der Plan war, dass ich am Donnerstag, den ich glaube, es war der 8. Dezember, da hatte ich richtig viel Zeit bis in den frühen Nachmittag hinein, dass ich da einfach weiter produziere und den Rest dann am Sonntag darauf drehe. Damit wäre der Adventskalender durch gewesen. Ich hätte keinerlei Probleme gehabt, den Content zu produzieren und alles wäre gut gewesen. Jetzt begab es sich am Montag, den 5. Dezember, dass ich nach der Arbeit auf mein Motorrad gestiegen bin. Es hat ganz leicht geschneit, aber es ist nicht liegen geblieben. Die Straße war nur nass. Und ich nach Hause fahren wollte. Und ja, ich bin genau eine Kreuzung weit gekommen. Da kam mir dann jemand entgegen, der ist dann links abgebogen, hat mir die Vorfahrt genommen, hat mich komplett abgeräumt. Und das Erste, woran ich mich dann wieder so ein bisschen erinnern kann, also das ist auch keine wirkliche Erinnerung, das sind alles nur so Fetzen. Das ist dann wie im Rettungswagen jemand zu mir sagte, keine Sorge, es wird gleich wärmer. Wir haben die Heizung angeschaltet. Ja, zu dem Zeitpunkt hatte man mich also schon aus meiner Kleidung rausgeschnitten. Ich habe wohl nach dem Unfall dann erstmal noch ein paar Minuten in einer, ja, 1 Grad oder 2 Grad kalten Pfütze gelegen. Also, wie gesagt, mich aus den Klamotten rausgeschnitten und wir waren mit dem Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus. Unser örtliches Krankenhaus, das Rhein-Maas-Klinikum, hat zu dem Zeitpunkt nicht aufgenommen. Das heißt, da war es wohl überfüllt, sodass wir dann in die nächstgelegene Stadt nach Eschweiler fahren mussten, ins St. Antonius Hospital. Und ich dort dann notfallmäßig versorgt wurde. Ja, ich war eine Weile im Schockraum. Ich war beim Röntgen, MRT, alles, was dazugehört. Natürlich hat man sich besonders Sorgen gemacht, ob der Kopf irgendwas abbekommen hat. Das war dann relativ schnell klar, dass das nicht der Fall ist. Also Schutzkleidung sei Dank, vor allem Helm sei Dank. Das ist alles gut gegangen. Allerdings, ja, mein Schulterblatt ist gebrochen. Teile des Schultergelenks sind gesplittert. Und ja, mein linker Unterschenkel, wenn auch nicht gebrochen, hat einiges abbekommen an Quetschungen, an Risswunden, an schweren Prellungen. Also der Fuß war zwischendurch fast doppelt so dick wie normal. Der Druck, der sich dort aufgebaut hatte, war ja quasi nahezu unerträglich und das hat eine ganze Weile gedauert. Jetzt, heute sind genau 3 Wochen rum. Ich kann den Fuß halbwegs belasten. Einige Wunden sind nach wie vor vorhanden, haben sich noch nicht geschlossen. Ich kämpfe jetzt halt mit den Spätfolgen dieses Unfalls und ja, es haben mich zahlreiche Nachrichten erreicht. Ich habe es nicht geschafft, die Kommentare unter den Videos zu beantworten. Ich werde mal schauen, ob ich in den nächsten Tagen mich einfach mal eine Stunde hinsetze und einfach alle Kommentare, die aufgelaufen sind, zumindest noch mit einem Daumen versehe. Die Zeit ist, auch wenn ich jetzt gerade einfach nur in der Reha-Phase bin, beziehungsweise in der Genesungsphase bin, ist Zeit natürlich trotzdem immer ein Thema. Ja, da werde ich mir was einfallen lassen. Bitte verzeiht, wenn ich nicht auf jeden Kommentar antworten kann. Zum einen ist der Kanal deutlich gewachsen und hat aktuell, beziehungsweise dann in der Zeit November bis Anfang Dezember,
mehr Traffic gehabt als jemals zuvor. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken. Und entsprechend gab es auch ziemlich viele Kommentare. Ja, ich habe in der Zeit natürlich auch sehr viel Content produziert, das ist klar. Das ist dann automatisch natürlich, dass dann auch ja, mehr Traffic passiert und alles andere an Zahlen auch ein bisschen ansteigt. Aber das war schon außergewöhnlich. Ich habe in der Zwischenzeit ja, 3 Meilensteine erreicht, die ich eigentlich in irgendeiner Form mit euch, mit den Zuschauern, mit den Leuten, die mich von Anfang an begleiten, in irgendeiner Form feiern oder teilen wollte. Ich habe die Grenze von 800 Videos überschritten. 800 ist jetzt irgendeine random krumme Zahl, also nicht wirklich krumm, aber 500 oder 1000 oder 750 klingt halt interessanter als 800. Aber es war relativ früh abzusehen, dass die 800 mit 2 anderen Zahlen ziemlich genau übereintreffen würde, also dass das ziemlich zeitgleich eintreffen würde. Das waren 800 Videos, 2 Millionen Videoaufrufe und 5000 Abonnenten. In dem Fall kamen die 5000 Abonnenten deutlich früher. Das war der Tatsache geschuldet, dass der liebe Goose mich bei seinem Ruhrpott Outdoor Zeig dein Zeug Kanal gefeatured hat, dass mein Video dort gelaufen ist und er einen netten Aufruf gestartet hat, dass doch mal ein paar Leute zu mir rüberkommen sollen und meine Abozahlen ein bisschen in die Höhe bringen sollten. Das waren dann tatsächlich, glaube ich, in dem Zeitraum 150, 160 extra Abonnenten mehr als zu einem normalen Zeitraum, das sonst gewesen wäre. Also dafür ganz, ganz lieben Dank und an der Stelle nochmal ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Das heißt, die 5000 habe ich relativ zeitnah geknackt. Die 800 Videos kamen im Zuge des Adventskalenders. Ich bin mir gar nicht genau sicher, welches das Video genau war, das die 800 markiert hat. Und ja, während ich im Krankenhaus lag, sind dann auch die 2 Millionen geknackt worden. Das habe ich verpasst, als ich dann nochmal reingeschaut habe. Klar, du bist dann mit anderen Dingen beschäftigt als mit deinem blöden YouTube-Kanal. Als ich dann nochmal reingeschaut habe, waren es dann 2 Millionen und ich glaube 13.000 oder 2 Millionen und 14.000. Dafür dann auch meinen ganz, 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 ganz herzlichen Dank. Das ist einfach fantastisch. Ja, klar, es gibt Kanäle, die machen spielend leicht 2 Millionen Aufrufe mit einem einzelnen Video, gar kein Thema. Es gibt Kanäle, gerade in der Messerszene, die haben teilweise 100.000 oder mehr Klicks auf einzelne Videos. Wenn du halt mal Glück hast und ein Thema interessiert die Leute oder wird überproportional häufig angeklickt, wie zum Beispiel die 42a-Thematiken. Du kannst natürlich die Themen entsprechend wählen, dass du auch ein bisschen mehr Traffic generierst. Das war aber nie mein Ziel. Mir ging es immer nur darum, dass ich interessanten Content habe und nicht irgendwie das darauf ausrichte, was bringt mir die meisten Klicks. Dementsprechend, ja, 2 Millionen ist für mich einfach eine wahnsinnig tolle Zahl, wenn ich überlege, wie viele Menschen das sind, dass die, was nicht, dass jeder einzelne Einwohner der Stadt Köln zum Beispiel 2 meiner Videos anschauen müsste, um auf diese Zahl zu kommen. Das ist quasi, ja, beinahe unbegreiflich, beinahe unfassbar viel. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank dafür. 800 produzierte Videos ist natürlich auch eine Wahnsinnszahl. Das, wenn man das mal hochrechnet, wie viel Zeit in jedes einzelne Video geflossen ist, klar. Ich habe eine Zeit lang geschnitten und mit Musik unterlegt und ich weiß nicht, was sonst noch alles, aber das war dann immer mit einfachsten Mitteln damals mit dem Movie Maker. Seitdem diese Software nicht mehr läuft, habe ich mich da auf einen anderen Weg entschieden. Ich habe zwischendurch mal eine Sony-Software gekauft, bla bla, Movie Studio Platinum oder so ähnlich hieß die. Habe ich dann auf meinem neuen Rechner nicht mehr ans Laufen gekriegt und ich bin mit diesen One-Take-Videos eigentlich zufrieden. Klar, das ist nicht das, was am meisten Zuschauer bringt, das ist nicht das, was die Leute sehen wollen, das ist nicht das, was die meisten Klicks generiert. Dafür musst du halt aufwendigere Videos produzieren, aber ich mag es in diesem One-Take-Stil, ich mag das kondensiert und ungefiltert und ungeschnitten. Meine Meinung zu etwas zu euch rüberkommt und deswegen möchte ich das am liebsten auch genauso beibehalten. Also von daher werde ich versuchen, diesem Stil treu zu bleiben. Ja, ansonsten, das ist jetzt der erste Versuch eines Videos. Ich sitze hier
relativ verkrampft hinter meinem Stativ, hinter meiner Kamera bzw. hinter meinem Smartphone. Ich versuche den linken Arm so wenig wie möglich zu bewegen. Wenn ich jetzt versuche, den nach vorne zu bringen, braucht es ein bisschen die Unterstützung des rechten Arms. Also einfach nach vorne greifen, das bereitet mir dann doch noch arge Schmerzen in der Schulter. Ich habe eben meine Schmerztabletten genommen, das heißt, der Fuß hält sich im Moment einigermaßen ruhig, das geht also. Die Videos, die ich jetzt mache, und ich habe vor, in den nächsten Tagen wieder ein bisschen was zu produzieren, die werden also ja mehr oder weniger einhändige Videos sein. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und ihr kennt jetzt die Hintergründe, ihr wisst, warum das so ist. Ihr wisst, was passiert ist. Also ja, ein einziges trauriges Ereignis hat jetzt dazu geführt, dass ich die ganzen positiven Dinge nicht mit euch feiern konnte. Als da wären, wie gesagt, 2 Millionen Klicks, 800 Videos und 5000 Abonnenten. Mittlerweile ja schon fast 5500 sogar. Das hat also, ja, das ist alles in den Hintergrund gerückt aufgrund eines einzigen Ereignisses. Ja, kurz noch zu den Auswirkungen. Mein Motorrad ist jetzt ein Totalschaden. Das war ja insgesamt schon das dritte Mal, dass mir jemand die Vorfahrt genommen hat und mich weggeräumt hat. Beim ersten Mal gab es einen heftigen Einschlag. Beim zweiten Mal war es, ja, kleiner Zusammenprall, der aber dann trotzdem, was die Reparatur angeht, teuer wurde. Und jetzt beim dritten Mal schlussendlich dann doch mit heftigeren Verletzungen. Motorrad ist nicht mehr zu retten. Ich habe mir eine Anwältin genommen, wie das halt so ist, wie man das so macht, wenn man der Geschädigte ist. Und ich hoffe, dass wir das alles halbwegs zügig und sauber über die Bühne bringen. Der Typ, der mich abgeräumt hat, hat sich übrigens in keiner Form mal gemeldet, weder mal eine Karte geschrieben oder ich hoffe, es geht ihm gut oder sonst irgendwas. Der hatte ja meine Daten, meine Anschrift aus dem Polizeibericht. Das wäre ja kein Problem gewesen, mal einfach eine Karte zu schreiben. Da kam nichts. Das zeigt schon, um was für eine Art Mensch es sich da handelt. Dementsprechend, das ist dann auch noch doppelt Frust, ne? Du, beziehungsweise doppelt ist gut, oder dreifach, vierfach, fünffach Frust. Nicht nur, dass er dich weggeräumt hat, weil er einfach wahrscheinlich gedacht hat, scheiß mal auf das Motorrad, ich bin schneller, stärker oder sonst irgendwas. Dass er mich nicht gesehen hat, das glaube ich ihm nicht. Wenn so ein großer Typ auf einem großen Motorrad mit einem schneeweißen Helm und einem verdammt hellen LED-Scheinwerfer mir entgegenkommt, dann ist die Chance, dass ich den übersehe, relativ gering. Ich glaube, der Typ hat überhaupt nicht geguckt oder es war ihm einfach egal, hat gedacht, er kommt noch rüber. Dann schrottet er dir dein Fortbewegungsmittel. Du hast Wochen und Monate mit Verletzungen und mit Genesung zu kämpfen. Du hast Verdienstausfälle, du hängst nur rum, du wirst richtig blöd, du musst Kosten auslegen, was Taxifahrten, Medikamente und sonstiges angeht, und dann darauf warten und hoffen, dass die Versicherung dann irgendwann mal sich bemüht und zahlt. Ne, all das ist richtig, richtig, richtig frustrierend, und wenn der Typ dann noch so ein Arschloch ist, entschuldigt die Ausdrucksweise, der sich dann noch nicht mal meldet und sich entschuldigt oder zumindest mal nachfragt, wie es einem geht. Ja, das ist alles in allem ein echt beschissener Zustand. Aber ich wollte das Video nicht auf einer negativen Note enden lassen. Ich habe euch jetzt gerade eben schon ein paar Sachen hingelegt, die ihr auf meinem Kanal noch nicht gesehen habt, von denen ihr dann in absehbarer Zeit auch Videos erwarten könnt. Freue ich mich schon sehr drauf. Ich hoffe, ihr habt tolle Weihnachtstage gehabt. Es ist ja heute schon der zweite Weihnachtstag. Das Fest ist auch schon wieder rum. Ich habe von all dem nichts gehabt dieses Jahr. Ich hatte so viele Pläne, nochmal zum Weihnachtsmarkt fahren, auf dem Weihnachtsmarkt ein paar Reibekuchen essen, eine Runde drehen, die Champignons in Knoblauchsoße vom Imbiss Losen in Aachen, die Ortsansässigen werden es kennen. All das hat jetzt alles nicht sollen sein. Richtig, richtig frustrierend. Nun gut, ich wünsche euch allen noch ein frohes Fest. Noch sind ja ein paar Stunden Weihnachten. Kommt alle gut ins neue Jahr. Und jetzt kann ich endlich wieder sagen, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder.
Bis dahin, bye bye.